Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1942 in der Road to Rome Edition. Also, jetzt wird gerade die Karte Monte Santa Croce oder so ähnlich geladen. Ich kann es nicht aussprechen. Wir sind diesmal die Franzosen und kämpfen gegen die Deutschen. Das ist eine Eroberung, Frontalkarte. Dein Team gewinnt, wenn die Tickets der Gegner 0 erreichen. Du kannst die Geschwindigkeit erhöhen, mit der du die Tickets verbrauchst, indem du mindestens die Hälfte der Kontrollpunkte auf der Karte mit deinem Team hältst. Und richtig lesen sollte er auch können. Ja, so, okay, wir sind dicht an dicht und wir müssen jetzt... Was sind das denn für Flugzeuge hier, du? Da haben wir keine... Lass den Panzer, das ist meiner. Och nö, jetzt muss ich ja zu Fuß laufen, da hab ich ja keinen Bock drauf. Wow, hier geht's ja schon los. Los, 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 Leute. Ja, jetzt lauf doch. Ja, weil die da langlaufen, die anderen, die feindlichen. Die Deutschen haben schon zwei. Wieso haben die schon zwei? Wenn die Deutschen, die schon effizient am Arbeiten sind, immer, sind meine noch gerade dabei, die Baguettes zu futtern, oder wie? Eieiei. Die haben schon die dritte Fahne erobert. Ey, bis wir da sind, hör mal. Ja, super. Und nicht zu Fuß, weißt du. Ja, was immer du sagst. Mit jetzt kommt doch! Schach wollen sie auch spielen? Ich kann kein Französisch, deswegen keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich halte mich jetzt nicht hier auf an dem Feind. Ich will jetzt eine Fahne haben. Ich weiß, wie es geschafft hat. Er ist einfach der eine mit dem Jeep lang gefahren, hör mal. Was immer du sagst, Meister. So, jetzt bitte mal die ersten hier auftauchen, sonst haben wir hier einen Deutschen. Da macht der Hitlergruß wieder im Fallen. Spawnen hier auch hier Flugzeuge, sag ich, die Fahrzeuge. Da hat mich doch ein Sniper getroffen. Da war doch gerade ein scheiß Sniper, da ist er. Dieser Idiot hier. Was ist das denn jetzt hier? Seid ihr zum blöd, den umzubringen? Und da stehen sie alle, die Deutschen. In Reih und Glied, habe ich gesagt, ne? Junge, Junge. Ja, Verbandskasten. Junge, hier geht's ja rund. Da ist doch wieder einer dabei, unsere Fahne einzunehmen. Was ist denn jetzt hier los? Ja, nächstes Mal, sag ich auch immer.
Die Deutschen mal wieder. Ey Leute, nicht auf mich schießen. Bravo, da. Ja, bravo. So, ich bin gerade mal eben ein bisschen still, weil wegen. Schwer die Germans. Jetzt wollte ich ihm schon Verbandskasten zuschmeißen, aber. Ja! Yeah! Boah, wenn ich so lange nachladen würde. Nee, alles ist der Deutsche mit seinem Fahrzeug lang. Mir genau licht, ich schlafen. Guck, ob ich das Ding hier einnehmen kann. So, wenn die Deutschen sich da oben rumtreiben, versuche ich es mal auf der Seite hier. Genau, nächste Woche geht's weiter. L'ennemi a pris un avant-poste. Was? Wo? Wer? Wie? Warum? Ah! Was war das denn jetzt? Was machen wir denn? Da läuft ja so, da fährt ja so ein Deutscher mit einem Jeep durch die Gegend, der nimmt wieder alles ein. Oh Mann, da standen zwei Mann drum. Ey, was machen meine wieder? Das verlieren wir. Ja, bravo. Habe ich auch mal gelesen. Als ich noch jugendlich war. Was ist das denn hier für ein Panzer, hör mal? Ui! Was macht ihr denn hier? Das hier Ringelpiez mit anfassen oder was? Wo ist meine Granate? Da steht auch ein Deutscher. Hi! Süßer! Achtung, da fährt ein deutscher Panzer! Die fahren, die reagieren noch nicht mal drauf! Leute! Ich werd weich. Und jetzt im Laufschritt Marsch, Leute! Oh. Um Fritz abzuschießen, habe ich keine Munition, wie immer. Kannst du vergessen, aber. Versuch's mal. Ja, tollen Sniper. Ah. Kannst du vergessen. Was machst du hier? Hat wehgetan, ne? Das kann's vergessen. Warum rennt ihr zu... Warum rennt ihr zurück?
Oh, meine KI hier mal. Meine KI, ich sag meine Leute. Hui! Da krieg ich ja Gefühle, aber. Kann's vergessen. Ja, das ist, weil da ein Deutscher mit seinem Fahrrad, hätte ich fast gesagt, hier mit seinem Jeep da lang gefahren ist und alleine hier erstmal alles eingesammelt hat. Und meine sich erstmal mit den Deutschen bekriegt haben auf der anderen Seite. Ja, ich würde sagen, das war eine Katastrophe. Eine schwere Niederlage immer. Ein mutiges, doch nutzloses Unterfangen. Die Deutschen kontrollieren jetzt den Hügel aufgrund des Bombardements der Alliierten und der schlechten Positionierung wurde den Alliierten vom überlegenen Feind eine Niederlage zugeführt. Die Alliierten haben so nicht nur diese wichtige Stellung eingebüßt, sie haben bei der Verteidigung auch noch hunderte tapferer Männer verloren. Das ist ein schwerer Rückschlag für die Alliierten beim Versuch durch die Gustav-Linie zu brechen. Damit sage ich danke fürs Zugucken und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!